Mein Name ist Magdalena, ich bin Pianistin und Klavierpädagogin und freue mich, dass du dich dazugeschaltet hast. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie ich mich oder mein Kind vielleicht dazu motivieren kann, über einen längeren Zeitraum hinweg Klavier zu üben. Meine Empfehlungen gelten für alle Altersstufen und auch wenn ich hier vom Klavierspielen spreche, gelten meine Tipps natürlich auch für andere Instrumente. Viel Spaß beim Zuhören! Zunächst einmal sollte man sich die Frage stellen, warum möchte ich oder warum soll mein Kind überhaupt ein Instrument lernen? Denn nur wenn du wirklich gute Beweggründe hast und wirklich davon überzeugt bist, wirst du auf lange Sicht das Durchhaltevermögen beim Üben aufbringen können. Schlechte Beweggründe wären zum Beispiel, dass man die Anerkennung anderer sucht oder naja, weil es andere halt auch machen. Auch gibt es ein paar sehr ambitionierte Eltern, die meinen, ihr Kind müsste Profimusiker werden. All das sind schlechte Beweggründe. Gute Beweggründe sind eher, erstens, es ist enorm gut für die Entwicklung. Nicht nur bei Kindern, sondern auch im Alter bleibt man im Kopf einfach fitter. Ich hatte auch schon eine 86-jährige Schülerin, die ich im Altersheim unterrichtet habe. Und auch sie hat total vom Klavierspielen profitiert. Und gerade bei Kindern werden lebenslange Verknüpfungen im Gehirn hergestellt. Den Kindern fällt das Lernen und Verstehen auch bei anderen Sachen dann viel leichter. Das erkennt man auch daran, dass Kinder und Jugendliche, die auf sehr hohem Niveau ein Instrument spielen können, meistens auch ziemlich gut in der Schule sind. Ich sage meinen Schülern immer, Klavierspielen ist Denksport. Zweitens, Musik ist eine Sprache des Herzens über kulturelle und sprachliche Barrieren hinaus. Sie vereint eigentlich die gesamte Menschheit miteinander. Und Musik führt auch im Idealfall dazu, dass man einen besseren Zugang zu seinen eigenen Gefühlen findet. Beim Musizieren drücken wir eigentlich die ganze Zeit Gefühle aus. Und jetzt kommen wir zum anspruchsvollsten Grund. Wir lernen bei einer Sache dran zu bleiben, im Idealfall sogar ein Leben lang. Gerade bei Kindern ist es richtig, richtig gut, wenn sie es schaffen, die vielen mühsamen Momente, die das Üben mit sich bringt, durchzustehen und dann damit belohnt werden, dass sie ihr Instrument wie eine Sprache fließend sprechen können. Und ganz nebenbei lernt man dann auch, es bei anderen Sachen nicht aufzugeben, sei es in der Schule oder im Beruf. Bevor ich zu den ganz konkreten Tipps komme, möchte ich kurz erwähnen, dass es ganz wichtig ist zu akzeptieren, dass manche Menschen mehr Energie aufwenden müssen als andere. Das ist dann doch auch ein bisschen vom Talent und der Frustrationstoleranz jedes Einzelnen abhängig. Die gute Nachricht ist, beides ist formbar und entwicklungsfähig. Vergleicht euch oder eure Kinder also bitte auf keinen Fall mit anderen. Das bringt euch überhaupt nicht weiter. Und es sind ja auch nur Momentaufnahmen. Nur weil einer jetzt gerade besonders große Schwierigkeiten hat oder ihm es besonders leicht fällt, heißt das noch lange nicht, dass das in 5 Jahren noch genauso ist. Da spielen einfach zu viele andere Komponenten, vor allem auch der Fleiß, eine entscheidende Rolle. Dieser Fleiß, also das Durchhaltevermögen beim Üben, ist für die allermeisten das größte Problem. Es wird mühsam mit dem Üben, sie üben also weniger, machen dann weniger Fortschritte und kommen dann immer wieder ungeübt zum Unterricht. Ziel ist es, diese Abwärtsspirale immer wieder zu durchbrechen und zu verhindern. Aber wie mache ich das? Am einfachsten ist es, denke ich, wenn man schon in sehr jungen Jahren sich daran gewöhnt, jeden Tag an die Grenzen seiner Fähigkeiten zu kommen und dann die Erfahrung auch macht, immer besser zu werden. Die intrinsische, also von einem selbst ausgehende Motivation muss sich erst entwickeln. Ein 6-jähriges Kind wird sich wohl kaum jeden Tag aufs Neue ans Klavier setzen, um ganz anspruchsvolle Sachen zu üben. Es wird sich vielleicht immer wieder ransetzen, um das, was es schon kann, zu spielen und auch um neue Sachen auszuprobieren und zu experimentieren. Das soll es auch unbedingt machen, das ist super. Ersetzt aber meiner Meinung nach nicht das konstruktive Üben. Konstruktiv üben kann ein kleines Kind noch gar nicht alleine. Und wenn es das dann trotzdem macht, macht es weniger Fortschritte, die aber doch so wichtig sind, um langfristig bei Laune zu bleiben.
Und so ist es die zugegeben manchmal etwas nervenaufreibende Aufgabe der Eltern, dem Kind dabei zu helfen, täglich konstruktiv zu üben. Wenn das mit dem Üben gut klappt, schleichen sich die Eltern im Laufe der Jahre immer weiter aus dem Übeprozess raus, bis das Kind schließlich irgendwann komplett alleine übt und die Eltern nur noch darauf achten, dass es übt. Das Kind ist dann meistens total stolz, wenn es das endlich alleine machen darf und es gibt dann nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub. Wann euer Kind soweit ist, dass es das wirklich alleine schafft, das ist extrem individuell. Wenn euer Kind also noch nicht so weit ist, übt lieber noch etwas gemeinsam mit dem Kind weiter. Ich weiß, das kann anstrengend sein, aber haltet durch, es lohnt sich. Denn wenn ihr euch zu früh aus dem Übeprozess rausschleicht, besteht die Gefahr, oder es ist eigentlich dann schon vorprogrammiert, dass euer Kind weniger Fortschritte macht, die aber so wichtig sind, um wirklich motiviert zu bleiben. Meine jüngsten Schüler waren mit etwa 9 Jahren so weit, dass sie alleine üben konnten. Aber es kann auch sein, dass es erst mit 13 oder 14 Jahren gut funktioniert. Mit etwa 18 Jahren sollten sich die Eltern aber dann eigentlich nicht mehr einmischen. Da sollten sie auch nicht mehr darüber entscheiden, ob und wie viel Musik du machst. Da sollte also deine intrinsische Motivation schon voll entwickelt sein und es zählt ausschließlich deine Eigendisziplin. Und vielleicht noch ein guter Lehrer, der ist auch wichtig. Wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr oder euer Kind euch wirklich schwer tut mit dem Erlernen eines Instruments, bleibt trotzdem dran, es zahlt sich aus. Gerade Kinder machen noch so große Entwicklungsschritte durch, die sind noch so formbar. Es gibt Kinder und auch Erwachsene, die tun sich die ersten 2 Jahre lang richtig schwer und plötzlich macht es Klick und es klappt prima. Und auch andersherum habe ich es schon mehrfach erlebt. Den Schülern fiel alles zu. Sie konnten alles problemlos umsetzen, ohne sich dafür groß anstrengen zu müssen. Und je fortgeschrittener sie wurden, desto mehr mussten sie sich aber anstrengen und waren das nicht gewohnt und verloren dann die Motivation. Haltet also durch, wenn ihr einen Durchhänger habt. Es ist vielleicht eine Phase von ein paar Wochen oder Monaten. Aber wenn ihr gelernt habt, mit dem Gefühl der Anstrengung konstruktiv umzugehen, wird es in den allermeisten Fällen dann wieder besser. Und je jünger man ist, desto besser gelingt dies erfahrungsgemäß. Wenn es aber jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum, also mindestens 6 Monate, immer noch total anstrengend ist und nie Momente der Freude aufkommen, könnte es auch sein, dass dem Schüler ein anderes Instrument besser taugen würde. Bei Klavier ist es so, dass man sehr viel analytisch und mathematisch denken muss, weil man mehrere Stimmen gleichzeitig liest und spielt. Ich hatte auch schon Schüler, die total schön singen konnten und ein super Gespür für Musik im Allgemeinen hatten, aber einfach damit überfordert waren, mehrere Stimmen gleichzeitig zu spielen. Solche Schüler sollten meiner Ansicht nach ein Melodieinstrument als Hauptinstrument haben, also ein Instrument, bei dem man meist einstimmige Sachen spielt. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr zufrieden seid mit der Wahl eures Instruments und komme zu den ganz konkreten Tipps zur Motivation, völlig unabhängig davon, welches Instrument ihr euch rausgesucht habt. Den in meinen Augen entscheidendsten Punkt, dem alles andere zugrunde liegt, möchte ich ganz deutlich ansprechen. Nur wenn ich Fortschritte mache, macht mir eine Tätigkeit auf lange Sicht Spaß. Eurem Kind macht es vielleicht ganz kurzfristig mehr Spaß, wenn man mit ihm nur lustige Spiele und nette Sachen am Klavier ausprobiert. Doch auf lange Sicht hat es keine Lust darauf, denn es tut sich nichts, es macht keine Fortschritte. Es gibt also, finde ich, keinen Weg drumherum, täglich zu üben. Es müssen jetzt nicht unbedingt 7 Tage die Woche sein, aber 5 mindestens oder vielleicht sogar 6 Tage pro Woche wären schon gut. Doch wie halte ich das jetzt bloß durch? Sehr hilfreich ist es, eine Alltagsroutine einzuführen. Wenn ihr gerade bei Kindern keine tägliche Routine habt, fragt sich euer Kind früher oder später, warum muss ich denn heute üben, wenn ich das gestern nicht tun musste? Das kann man ganz gut mit Zähneputzen vergleichen. Wenn ihr eurem Kind nicht beibringt, täglich die Zähne zu putzen, wird es wahrscheinlich später auch oft zu bequem sein, um das eigenständig zu machen. Es hilft also enorm, wenn ihr eine feste Tageszeit habt, zu der ihr einfach täglich übt. Gerade bei Kindern
hat es einen super Effekt und ihr spart euch viele Diskussionen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade kleine Kinder sehr erfolgreich ein Instrument lernen, wenn die Eltern die Disziplin aufbringen, morgens vor der Schule oder dem Kindergarten mit dem Kind zu üben. Nach ein paar Tagen hat sich der Körper daran gewöhnt und alle sind dann wach und fit genug dafür. Die Konzentration ist morgens einfach eine ganz andere, auch bei Erwachsenen. Aber manche kommen auch super abends damit klar zu üben. Jedenfalls sind wir Menschen Gewohnheitstiere. Macht euch das zunutze und sucht euch eine feste Tageszeit aus zum täglichen Üben. Drittens, stelle das Klavier an den richtigen Ort. Es sollten nicht ständig Leute ein- und ausgehen, denn das lenkt total ab beim Üben. Das Klavier sollte aber auch nicht total abgeschottet stehen. Im dunklen Keller hat man vielleicht nicht unbedingt gerade Lust zu üben. Meistens ist das Wohnen oder Kinderzimmer der beste Ort. Außerdem kann es bei der Motivation helfen, wenn man mit anderen gemeinsam musiziert. Wir Menschen sind Rudeltiere und gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Und es gibt unglaublich viel Literatur für Klavier vierhändig oder Klavier mit noch einem oder mehreren anderen Instrumenten. Sucht euch oder euren Kindern also Kammermusikpartner. Jetzt komme ich zu einem ganz anderen wesentlichen Punkt. Wir Menschen mögen es, wenn unser Körper das Glückshormon Dopamin ausschüttet. Und das tut er in hohem Maße, wenn wir Medien konsumieren. Und das Coole dabei ist, wir müssen uns überhaupt nicht anstrengen. Wir nehmen eine passive Rolle ein. Das ist also für uns viel verlockender, als Klavier zu üben, zur Arbeit zu gehen, zu lernen, ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Die Faustregel lautet also, erst Klavier üben, lernen, Sport und dann kann man auch mal 1 bis 2 Stunden Fernsehen oder so. Natürlich je nach Alter. Da gibt es auch den alten Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe den Spruch früher überhaupt nicht gemocht und jetzt predige ich ihn selber. Naja, aber es ist was dran. Wenn ihr das konsequent bei euren Kindern so durchsetzt, braucht ihr auch überhaupt nicht laut oder wütend werden, wenn das Kind mal nicht übt. Ihr könnt dann einfach in einem ruhigen Ton klar zum Ausdruck bringen, dass die entspannenden Tätigkeiten halt verspätet oder gar nicht stattfinden. Und meistens willigt das Kind dann auch irgendwann ein und freut sich hinterher auch, wenn es etwas Produktives geschafft hat. Das ist bei uns Erwachsenen ja auch nicht anders. Fazit, bleibt stark, es lohnt sich. Es gibt Zeiten, wo einem die Puste ausgeht, aber dann gibt es auch die vielen tollen Momente, die beweisen, dass sich die ganze Mühe gelohnt hat. Im Rest von diesem Video geht es ausschließlich um die Motivation von Kindern. Ein Problem, das ich bei einigen Kindern feststelle, ist, dass sie nicht genügend Freizeit haben. Da heißt es dann montags Klavier, dienstags Reiten, mittwochs Schwimmen, freitags Ballett und so weiter. Neben Schule, die heutzutage oft den ganzen Tag stattfindet, ist das in meinen Augen einfach viel zu viel. Von Hausaufgaben ganz zu schweigen. Außerdem halte ich das ja dann auch gar nicht durch, täglich ein Instrument zu üben, wenn ich noch haufenweise andere Sachen machen muss. Und das führt dann dazu, dass ich alles nur so halb kann, aber nichts wirklich auf hohem Niveau. Und wenn ich alles nur so halb kann, dann leidet eventuell auch das Selbstwertgefühl darunter. Außerdem ist es ja auch unglaublich teuer, so viele Aktivitäten zu haben und euer Kind lernt gar nicht, sich zu langweilen. Langeweile sollte in meinen Augen jedes Kind kennen. Denn erst wenn Kinder sich langweilen, werden sie in ihrer Not richtig kreativ und überlegen sich etwas. Bauen zum Beispiel ein Baumhaus oder eine Höhle oder weiß nicht was. Und gerade in einer Welt, in der immer mehr Aufgaben von Robotern übernommen werden, glaube ich, ist es sehr wichtig, auch die Kreativität in unseren Kindern zu fördern. Wir wollen also unsere Kinder auf keinen Fall zu kleinen Soldaten erziehen, die immer nur das machen, was man ihnen sagt. Ich denke, Kinder sollten beides können. Sie sollten schon auch manchmal einfach gehorchen und das tun, was man ihnen sagt. Sie sollten aber auch täglich Zeiten haben, in denen sie sich einfach fallen lassen können und Kinder sein dürfen in Form von Freispiel. Idealerweise mit anderen gut aufgestellten Kindern. Ich glaube, die richtige Mischung aus Freizeit und Lernen erhöht die Chancen, später glücklich und erfolgreich zu sein. Und jetzt, wie man diese Mischung wählt, das ist, glaube ich, die große Herausforderung als Eltern.
ich will mich da aber auch nicht zu sehr einmischen, weil ich glaube, dass das auch sehr individuell ist und sehr vom Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes abhängig ist. Das heißt, ihr müsst einfach schauen, was da eurem Kind gut tut. Zweitens, euer Kind sollte das Erlernte vor anderen präsentieren und dafür applaudiert werden, was es alles schon kann. Positive Erfahrungen bei Konzerten stärken das Selbstbewusstsein enorm, auch für Referate in der Schule oder später Vorträge bei der Arbeit. Außerdem wird das Erlernte erst richtig gefestigt, wenn man es in einer aufregenden und vielleicht auch etwas stressigen Situation weiterhin abrufen kann. Vor allem in der Pubertät tun sich einige Menschen schwer damit, vor Leuten zu stehen, weil man sich plötzlich viel mehr Gedanken darüber macht, wie man auf andere wirkt. Mein Tipp an euch also, fangt am besten frühzeitig mit der Konzerterfahrung an, sodass euer Kind sich schon von Anfang an die kleinen Pannen, die immer wieder mal in Konzerten passieren, gewöhnt und merkt, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn auch mal vor Publikum was passiert. Und wenn euer Kind doch mal Misserfolge hat, sei es in der Schule, bei Konzerten oder sonst wo, signalisiert ihm, dass ihr es trotzdem noch genauso lieb habt. Baut euer Kind emotional auf, anstatt es noch zusätzlich zu kritisieren mit Kommentaren wie "hättest du mal mehr geübt" oder so. Wenn euer Kind in euren Augen tatsächlich zu faul war, dann blickt lieber in die Zukunft, versucht das Problem zu lösen. Eventuell müsst ihr an eurer Alltagsroutine etwas ändern. Die habe ich ja auch in diesem Video bereits erläutert. Genau, also versucht das Problem irgendwie zu lösen, anstatt irgendwie an den Vergangenen, was passiert ist, sich zu klammern. Wenn euer Kind jetzt wirklich total unmotiviert ist, kann auch ein sogenanntes 100-Tage-Programm einen zusätzlichen Schub geben. Das 100-Tage-Programm funktioniert so, dass ihr euch eine Tabelle zulegt mit 100 Kästchen, am besten druckt ihr sie aus und euer Kind kann jedes Mal, wenn es geübt hat, ein Häkchen machen. Und wenn es alle 100 Häkchen hat, hat es sich dann eine große Belohnung verdient, die ihr euch schon im Vorhinein überlegt. Ihr wisst da am besten, was für euer Kind die richtige Belohnung ist. Und auch ihr als Eltern habt euch nach den 100 Tagen eine große Belohnung verdient. Ich kann euch versichern, die Eltern haben bei kleinen Kindern den deutlich schwierigeren Part als der Lehrer. Ich kenne beide Seiten und weiß, wie liebenswert, aber manchmal auch etwas anstrengend die eigenen Kinder sein können. Und im Musikunterricht bei einer doch etwas fremden Person wird sich euer Kind im Normalfall immer etwas mehr zusammenreißen und besser benehmen als zu Hause. Ich hatte schon erwähnt, dass es für die Motivation hilft, gemeinsam mit anderen zu musizieren. Den Punkt will ich hier nicht nochmal erwähnen, sondern klarstellen, dass dies nicht gleichzusetzen ist mit Gruppenunterricht. Wer wirklich auf hohem Niveau ein Instrument lernen möchte, sollte in meinen Augen unbedingt Einzelunterricht nehmen. Wir Menschen lernen auf sehr unterschiedliche Art und Weise und gerade beim Erlernen eines Instruments hat jeder einfach andere Baustellen und Talente. Und jeder lernt auch unterschiedlich schnell. Selbst wenn der Lehrer den Unterricht sehr gut gestaltet, wird immer ein Schüler ein bisschen schneller vorankommen als der andere. Der Schnellere ist dann motiviert und bleibt bei der Sache und der etwas Langsamere ist dann frustriert und hört dann wahrscheinlich früher oder später auf. Auch ich habe diese bittere Erfahrung machen müssen, als ich am Anfang meiner Pädagogiklaufbahn noch offen war für Gruppenunterricht. In meinem Fall waren beide Kinder Freunde und wollten unbedingt gemeinsam zum Unterricht kommen. Die waren auch beide ziemlich talentiert und doch war es so, dass einer ein bisschen schneller war als der andere. Das etwas langsamere Kind war dann frustriert und hat nach ein paar Monaten aufgehört und ich bin davon überzeugt, dass dasselbe Kind im Einzelunterricht sich völlig anders entwickelt hätte. Man hätte ja nicht den Gruppenunterricht komplett ablehnen müssen. Man hätte das nur zusätzlich zum Einzelunterricht machen können. Zum Beispiel hätte man die Unterrichtsstunden direkt nacheinander legen können und jeder hätte noch vom jeweils anderen 10 bis 15 Minuten dazu bekommen, wo man gemeinsam schöne Duos spielt. Und dieser Gruppenunterricht hätte eben auch nur stattgefunden, wenn beide von den Tönen her ihren Musikpart schon ziemlich sicher beherrschen und es wirklich ums gemeinsame Zusammenspiel geht. Denn erst wenn jeder seinen Part schon wirklich ziemlich gut kann, macht es Sinn und auch erst richtig Spaß, gemeinsam zu musizieren. Und dann können auch wirklich alle davon profitieren. Jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt.
wenn man ein Instrument wirklich gut beherrschen möchte, muss man sehr viel wiederholen, wiederholen und wiederholen. So, aber welches Kind will jetzt bitte schön die ein und dieselben vier Takte 10-mal hintereinander spielen? Ich würde mal sagen, so gut wie keins. Viel lieber möchte es spielen gehen. Und jetzt kommt mein Tipp. Denkt euch doch Spiele aus, die ihr ins Üben integriert. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Genau, und als Denkanstöße möchte ich euch jetzt folgende Spiele vorstellen. So, oh, ganz schön auf. Wie oft wollen wir spielen? 2x5. 2x5? Kannst du schon rechnen? 10. 10, ja super. Du kannst, bist schon Profi in Mathe. Für jedes Mal spielen kriegst du ein kleines Hütchen und dann stellen wir das dahin. Euer Kind darf würfeln und ihr wiederholt das Stück oder die einzelne Stelle so oft, wie es die Würfelzahl euch vorgibt. Ich mag Schokolade. Und du darfst es jedes Mal für jemand anderes spielen. Für wen möchtest du es denn als allererstes spielen? Für die Luise. Für die Luise, okay. Die Freundin aus dem Kindergarten, ne? Euer Kind darf den verschiedensten Menschen in eurem Umfeld jeweils eine Wiederholung widmen. Sei es Freunde oder Familie, das ist völlig egal. Man kann das Ganze natürlich auch etwas abwandeln, indem euer Kind euren Stofftieren, Puppen oder Fahrzeugen vorspielt. Am coolsten ist es, wenn die Spielsachen auch noch anfangen zu sprechen. Zum Beispiel klatscht der Teddybär und ruft Juhu, weil das Kind so toll gespielt hat. Für wen wollen wir es noch spielen? Für den Samuel. Für den Samuel? Für deinen Bruder? Okay. Bei Jungs beliebt. Für jede Wiederholung darf euer Kind Bausteine nach Eigenkreation zusammenbauen. Klasse! Und Pyramide fertig. Gut gemacht. Wir spielen jetzt ein kleines Wörterspiel. Und zwar, du magst doch Lego, ne? Wie buchstabiert man denn das Wort Lego? Ein L. Und dann? Eine. E. Ein G. Ein U. Richtig. Und für jeden Buchstaben spielen wir jetzt eine Wiederholung von Im Gärtchen. Wir fangen, mit welchem Buchstaben fangen wir an? Mit dem L. Mit dem L. Wenn eurem Kind gerade das Buchstabieren von Wörtern Spaß macht, könnt ihr auch zum Beispiel für jeden Buchstaben aus einem Wort eine Wiederholung spielen. Und welcher Buchstabe fehlt uns jetzt noch? Das O. Richtig. Dann kannst du es spielen. Gerade für Jungs mit viel Bewegungsdrang könnte das Turnspiel von Vorteil sein. Für jede Wiederholung darf euer Kind eine Turnübung machen.
Außerdem könnt ihr euch natürlich Geschichten ausdenken, zu denen regelmäßige Wiederholungen passen. Zum Beispiel sprecht ihr von einer Fee, die durch das Zauberland fliegt und den verschiedensten Tieren etwas auf ihrer Zauberflöte vorspielt. Das Vorspielen übernimmt dann zwar in der Geschichte die Fee, aber in Wirklichkeit halt euer Kind. Und je spannender und kreativer ihr die Geschichte erzählt, desto gebannter wird euer Kind natürlich bei der Sache bleiben und mitmachen. Das Coole dabei ist, dass ihr auch verschiedene Charaktere und Stimmungen mit einfließen lassen könnt. Zum Beispiel spielt die Fee ganz leise, wenn sie der Maus vorspielt, damit die Maus nicht verängstigt ist. Dem Löwen spielt die Fee aber ganz laut und selbstbewusst vor. So kann sich euer Kind auch schon einmal an die verschiedensten Ausdrucksmöglichkeiten herantasten, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, je fortgeschrittener euer Kind ist. Das hier waren nur Anregungen. Denkt euch also gerne auch eure eigenen Spiele aus und beschreibt sie auch gerne hier in den Kommentaren. Seid aber auch vorsichtig beim Einsatz von Spielen beim Üben. Es kann nämlich auch schnell ausufern. Es kann zum Beispiel sein, dass euer Kind ständig neue Spiele machen möchte oder die Spiele ständig abwandeln möchte oder anfängt zu verhandeln und dann daraus irgendwie so ein Machtkampf entsteht. Ich empfehle euch also nicht täglich die Spiele zu machen. Wenn euer Kind gerade gut drauf ist, dann lasst die Spiele auch einfach mal komplett weg. Und wenn sich ein Spiel gut bewährt hat, bleibt lieber bei diesem Spiel, anstatt ständig neue Spiele zu machen. Der Fokus soll ja irgendwann primär beim Instrumentspielen liegen. Also je älter euer Kind wird, desto mehr sollten die Spiele aus dem Übeprozess rausgeschlichen werden und es vielleicht sogar komplett weggelassen werden, wenn euer Kind das nicht mehr braucht. Generell habe ich so die Erfahrung gemacht, dass Jungs noch mehr von den Spielen profitieren als Mädchen oder grundsätzlich fällt das Lernen Mädchen oft leichter als Jungs. Das sieht man ja auch in der Schule häufig. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ich denke, es liegt unter anderem daran, dass Jungs auch einen sehr hohen Bewegungsdrang haben und einfach Spätzünder sind. Also lasst euch davon nicht verunsichern und schaut einfach, dass euer Kind beides kennt. Also das ausgelassene Toben, aber auch das ruhige, konzentrierte Stillsitzen. Und wenn ihr einfach dranbleibt, wird es im Laufe der Jahre immer besser. Wenn sich euer Kind auch mal außerhalb der Übezeit ans Klavier setzt und zum Spaß spielt, freut euch innerlich, bringt es nicht zu sehr zum Ausdruck und vor allem mischt euch auf keinen Fall ein, auch wenn euer Kind irgendwas falsch macht. Ihr dürft euch nur zu der festen Übezeit einmischen. Sonst wird sich euer Kind irgendwann nicht mehr freiwillig ans Klavier setzen. So, das war's von meiner Seite. Die Tipps, die ich euch gegeben habe, basieren auf meiner etwa 15-jährigen Erfahrung als Klavierlehrerin und knapp 6-jährigen Erfahrung als Mutter. Da meine Kinder noch sehr klein sind, kann ich bestimmt in 15 Jahren noch deutlich mehr dazu sagen. Und wer weiß, vielleicht lade ich dann nochmal ein überarbeitetes Video zu diesem Thema hoch. Mir ist noch wichtig zu sagen, ich kann natürlich nicht garantieren, dass euer Kind ein Leben lang sein Instrument weiterspielen wird. Dabei spielen einfach zu viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Aber ich denke, dass ihr die Chancen deutlich erhöht, wenn ihr meine Tipps beherzigt. Ach ja, mich würde eure Meinung zum Thema Motivation natürlich auch total interessieren. Schreibt also gerne hier unter diesem Video einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder etwas ergänzen wollt oder vielleicht auch etwas ganz anders seht als ich. Denn es ist ja auch ein sehr komplexes und facettenreiches Thema. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!